Einige von euch schreiben mir immer wieder in die Kommentare, Matteo, zeig uns doch mal ein bisschen Praxis, wie du mit deinem Hund arbeitest. Und glauben, dass sie hier irgendeinen Kniff, irgendeinen Trick sehen, den sie dann stumpf mit ihrem Hund nachäffen können. Und das wäre dann die Lösung ihrer Probleme. Aber Leute, so funktioniert das Ganze einfach nicht. Ganz im Ernst, die Praxis ist einfach völlig egal, denn es gibt keine neuen Methoden. Ich habe nichts Neues erfunden. Und das Schöne daran ist, dass ihr schon jede Methode kennt. Die gibt es einfach zuhauf im Internet, Anleitungen, auf Social Media gibt es zahlreiche Videos. Ihr schaut euch doch den ganzen Kram an. Aber ist deswegen irgendwas besser geworden? Hat das irgendwas nachhaltig bei euch gebracht, wenn ihr irgendeinen Kniff, irgendeinen Trick, irgendwas nachgemacht habt? Das Problem ist einfach, was keiner checkt da draußen. Die Praxis ist einfach völlig irrelevant, weil sämtliche Methoden, hat keiner was Neues erfunden, das gibt es jetzt schon. Deswegen liegt es nicht an der Methode, sondern es liegt einfach daran, dass ihr einfach nicht checkt, einfach nicht versteht, worum es überhaupt geht. Das Ganze verstehen, warum ich was mache, wie ich mich richtig bewege, wenn ich zum Beispiel meinen Hund blocke. Warum mache ich das erstmal? Dann wie lange mache ich das? Wie bewege ich mich? Wie nehme ich mich wieder raus? Welche Grundvoraussetzungen müssen hier überhaupt erstmal gegeben sein, damit ich meinen Hund überhaupt erstmal blocken kann? Und das ist genau das Problem, denn diese Grundvoraussetzungen, die fehlen bei fast allen bei euch da draußen. Und deswegen könnt ihr noch und nöcher irgendwelche Tipps, irgendwelche Tricks euch reinziehen, das einfach stumpf nachmachen. Das wird euch einfach nicht weiterbringen. Ihr könnt euch zum Beispiel auch irgendwelche Handwerker-Sachen angucken, wie der Handwerker seinen Hammer schwingt. Könnt auch versuchen, das genauso nachzumachen. Und auch wenn ihr das irgendwann könnt, deswegen könnt ihr trotzdem nicht seinen Beruf ausüben, weil ihr einfach nicht versteht, wo es drauf ankommt. Ihr habt nicht das Wissen. Das fehlt euch einfach. Und deswegen bringt es euch nichts, irgendeinen Kram aus Social Media, irgendwas nachzumachen und glauben, dass euch das irgendwie weiterbringt. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Und das ist genau das Problem, was kaum einer da draußen checkt, warum sie alle scheitern. Und genau das Problem haben wir auch in der Hundeschule, weil da ist es nichts anderes. Da kommt auch der Hundetrainer, sagt, hey, gib mir mal einen Hund, mach dir das schön vor, zeig dir, wie das Ganze geht. Du setzt das Ganze um, checkst aber gar nicht, was du da machst, warum du das machst, wo es drauf ankommt. Und im Alltag funktioniert es einfach wieder nicht. Deswegen ist das Ganze absolut nicht nachhaltig. Das kannst du völlig vergessen. Und deswegen haben alle so massive Probleme da draußen und kommen einfach nicht weiter. Das ist einfach ein Riesenproblem da draußen, dass kaum einer Wissen vermittelt, das Verständnis dahinter überhaupt mal den Leuten beibringt, warum, wieso, weshalb, wo kommt es drauf an, was ist wichtig, um erstmal eine Basis zu schaffen, damit man erstmal anfangen kann, mit diesen Methoden überhaupt zu arbeiten. Denn wenn ich keine Basis habe, wenn ich einen total aufgetretenen Hund habe, dann kann ich machen, was ich will, dann kann ich mich auch hinstellen, kann Baum spielen, kann Richtung ändern, dann kriege ich trotzdem keine Leinenführigkeit hin. Und genau das ist das Problem. Und wenn du da keinen Bock mehr drauf hast, dir noch weitere YouTube-Videos reinzuziehen, um zu schauen, wie andere Hundetrainer, andere Hundehalter, wie toll die das Ganze überhaupt können und machen, sondern mal wirklich tiefes Verständnis dafür erlangen möchtest, wissen, wie tickt dein Hund, welche Rolle spielst du, wie machst du das, wie baust du eine richtig stabile Basis auf, und um überhaupt erstmal mit deinem Hund mit irgendwelchen Methoden arbeiten zu können, dann bewirbst du dich jetzt auf ein kostenloses Beratungsgespräch. Ich gebe dir Wissen und zeige dir, wo es drauf ankommt. Denn mit diesem Verständnis kannst du dann mit sämtlichen Methoden arbeiten. Du kannst ausprobieren, machen, tun. Aber der Unterschied ist, dass du dann damit auf jeden Fall auch Erfolg haben wirst. Du kannst natürlich auch weiterhin noch mehr Videos angucken und noch mehr Sachen ausprobieren, dich noch mehr durcheinander machen. Aber eins sage ich dir, du verschwendest damit wertvolle Lebenszeit von deinem Hund, die du einfach in Harmonie und Vertrauen verbringen könntest. Deswegen geh jetzt auf www.matteo-lüderitz.de. Ich kann aus dir einen kleinen Hundetrainer für deinen Hund machen.
Macht's gut, auf Wiedersehen, euer Matteo.